Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ein letztes Mal werden wir uns jetzt mit der Gestaltung von Listen beschäftigen, so wie wir das angefangen hatten. Es kommen noch ein paar Videos dazu, aber die Internetseite, die wir jetzt angefangen haben, die werden wir heute auch oder jetzt in dieser Folge fertig machen. Und ein letztes Mal werden wir uns Selektoren ansehen. Es passiert gar nicht viel Neues, außer dass die Kombination was Neues ist. Die Befehle, wenn ihr jetzt bisher zugeschaut habt, die kennt ihr dann alle schon. Gut, das Letzte, was wir machen wollen, ist, dass das Bild größer wird auf unserer Internetseite. Und es geht hier um dieses Bild, das kleine Bild von dem Hund. Und ich zeige euch zuallererst, wie man das macht, wie man das programmiert. Und dann zeige ich euch auch noch, wo ein Gefahrenpunkt für den Design da ist. Abgesehen davon, dass es unschön ist, dass es die Schrift so verändert wird. Das sollte man sowieso nie machen. Aber ich hatte ja schon zum Anfang gesagt, zu Demonstrationszwecken ist das ganz sinnvoll. Ansonsten vermeidet es, dass die Schrift sich bewegt. Vor allem so viel Schrift sich bewegt, weil das wird echt anstrengend für den Betrachter. Aber gut, okay. Wir gehen wieder in unseren Internal Style Sheet hinein, also das Style Sheet, was dort im Head-Element von der HTML-Seite sitzt. Dort wähle ich jetzt aus DL.1, dann DD. IMG und jetzt wähle ich hier aus, und das kennt ihr ja schon, Hover, dafür, dass man mit der Maus drüber fährt, und ich mache nichts anderes, als dass ich die Höhe verändere, und zwar in 100 Pixel, und dass ich die Breite verändere, Width, auch in 100 Pixel. Und das war es auch schon. Ich speichere das Ganze ab und lade es neu. Und ihr seht, damit hat sich das, was ich programmiert habe, jetzt wird das Bild größer gemacht. So, schöne Sache. Gut, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Jetzt zeige ich euch nochmal so einen ganz blöden Designfehler. Ich mache einfach mal hier oben, wo ich die Schriftgröße definiere für diesen Definitionsteil. Die mache ich mal ein Pixel kleiner. Und jetzt lade ich das Ganze. So, jetzt seht ihr, das ist ein Stück kleiner geworden. Und wenn ich jetzt auf das Bild vergrößern klicke, dann wird das zweite Definitionsname wird auch mit eingerückt. Und das sieht überhaupt nicht schön aus. Es ist noch schlimmer als mit dem Bildvergrößern und mit dieser unruhigen Schrift. Und da muss man drauf aufpassen, wenn ihr also solche Mätzchen macht, guckt einfach, passt das vom Design her. Und dass hier so Hauptüberschrift dann so sich umändert und dann so eingerückt wird, bei einem anderen Element, das ist nie gut. So, ich habe versucht, hier unten dann Leerzeichen einzufügen, einen Abstand zu vergrößern, dass sozusagen das nächste Element wieder unten drunter sitzt, aber das lässt sich wohl mit HTML und CSS alleine gar nicht mehr machen. Dazu muss man JavaScript einführen, und das hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt, wollte ich nicht. Gut, und wir ändern jetzt wieder hier die Schriftgröße auf 12 um, weil das gefällt uns nicht. Und damit sind wir dann wieder auf der sicheren Seite. Und ja, es wird eben nur das, was ich zum Hund mir kopiert habe, das wird jetzt hier reingeschrieben. Gut, das war es für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das nächste Mal zeige ich euch, wie ihr mit Listen solche Menüleisten gestalten könnt.
Denn diese Menüleiste ist nichts anderes als eine Liste. Nein, das stimmt nicht. Hier habe ich es noch anders gemacht. Das zeige ich euch auch nochmal, wie man solche Elemente setzt. Aber ich zeige euch, wie man mit einer Liste eine Menüleiste macht. Das kommt im nächsten Video und im übernächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch fröhliches Ausprobieren.